Ich muss sagen, Ja, und ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, das muss ich auch mal sozusagen, wenn wir sagen, Hosen runterlassen. Hab dann irgendwann zu meinem eigenen Entsetzen festgestellt, dass ich erst, da war ich eigentlich schon fast 10 Jahre auf meinem spirituellen Weg, habe ich das erste Mal wirklich gespürt, dass ich überhaupt Erdung gespürt. Total verrückt. Ja, das klingt jetzt, das klingt, da denkt man, das ist bekloppt, ne? Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ach herrje, jetzt ist die Energie endlich mal von oben bis unten komplett durch. Und da habe ich gemerkt, aber das ist, als ob ich da, weißt du, die ganzen oberen Chakren offen, ne? Und da unten so kleine Würzelchen. Also als ob da oben Mammutbaum ist und da unten die Wurzeln von einem Hagebuttenstrauch oder so. Ich übertreibe jetzt. Also völlig, völlig aus der Balance. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr, sehr viele, die so rumlaufen. Und für die müssen wir natürlich jetzt schon ganz, ganz bewusst sagen, liebe Leute, kümmert euch um eure Erdung. Und das bedeutet halt auch, Erdung bedeutet halt, okay, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Trauma. Sich zu trauen, aus dem Kopf zu kommen. Weil jedes Trauma aus meiner Erfahrung bringt uns in den Kopf. Die Energie geht hoch, sagt, okay, kontrollieren, vermeiden, verdrängen. Und wenn ich aus dem Kopf rauskomme, dann bedeutet das, mich komplett vorbehaltlos und auch mit dieser Hilflosigkeit, ja, dass ich merke, ich kann da nichts fixen, ich kann da nichts reparieren, mich da reinsinken zu lassen. Deswegen sage ich auch mal gerne, meine Erkenntnis ist, jedes Trauma heilt eigentlich wirklich nur erstmal mit dem Eingeständnis der Hilflosigkeit. So, ja, ich war damals hilflos, ja, das hat mich völlig überfordert, ja, das hat mich überrollt. Und das Gefühl, wenn ich in meinen Körper gehe, ist es genau exakt noch so abgespeichert. Genau so ist es noch da von Ohnmacht. Ja, Hilflosigkeit und Ohnmacht Kann sind ich somatische Empfindungen. da rauskommen aus meinem Kopf und mich dem stellen? Und natürlich geht das viel, viel leichter, wenn mich da jemand begleitet. Das ist ja logisch. Ja? Wenn da jemand da ist und der den Weg schon mal gegangen ist und gesagt hat, so, das, ja, wir schaffen das, komm. Ne? Sowieso bei Beziehungs- und Entwicklungsraum brauchst du ein Gegenüber. Fact. Weil es mit einem Gegenüber entstanden ist. Du brauchst eine Koregulation, in der dein Nervensystem realisiert, dass da jetzt jemand ist, bei dem es eben nicht geschieht. Also da kommt er überhaupt nicht drum rum. Und schön, Deswegen also nenne ich wirklich meine sehr cool. Methode Connecting Healing. Du hast wahrscheinlich nicht auf meine Homepage geschaut. Connecting Healing, weil mir das auch aufgefallen ist, dass Kontakt. Erzähl mal. Was sagst du, Interessiert Korrelation? mich. Und? Das ist so, 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 so wichtig. Beziehungsentwicklungstraum. Das ist ja das, wo ich auch sage, gerade in der Satsang-Szene dann, wenn du Beziehungsentwicklungsraum hast, schaust du ja durch die Beziehungsentwicklungsraumbrille auf den Lehrer. Du gehst auf diese Art verstrickt in Beziehung. Und du hast gar nicht die Möglichkeit, das anders zu tun. Wenn die Lehrer das nicht auf dem Schirm haben können, dann bedienen die das. So, also ich komme ja gar nicht drum rum. Ich brauche ein gesundes Gegenüber, das in der Lage ist, das eine vom anderen zu unterscheiden und mich dementsprechend da abzuholen, wo ich stehe. Das bin ich darauf angewiesen. Und wenn dann da so gravierende Missverständnisse herrschen und irgendwie so ein starkes Gefälle ist, wie vielleicht auch damals bei den Eltern, ne? Dass die, ich meine, wir kommen ins Leben und haben dann die Idee, die Eltern werden so gottesgleich, ne? Die wissen alles, können alles, können die schaffen es, uns zu ernähren und so. Und es sind halt auch dieselben, die uns auch traumatisieren in der Regel. Und so gehen wir dann in so eine Haltung auch zu einem Lehrer. Dass wir irgendwie die Idee haben, das ist jetzt alles gottesgleich. Und das nicht richtig, ein bisschen blauäugig nicht reflektieren auch und so. Dass wir überhaupt in so eine Illusion da tappen können. Und es ist halt die Aufgabe der Lehrer, den Weg vorzugehen. Wir gehen vor. Wir räumen bei uns selber auf und geben es weiter. Ja, wir teilen die Erfahrung.
Wir stellen uns zur Verfügung und lassen aber nichts weg, sondern so wie du das jetzt so schön gemacht hast, das hat mich sehr berührt. Das ist es. Das ist Nahbarkeit, das ist Menschlichkeit. Das schafft Kontakt und Verbindung. Was genau meintest du jetzt, was dich, Na, dass welcher du gesagt hast, Hosen runter. Dass du gesagt hast, oben war das wahre Bewusstsein, oder wie du es immer nennst, und dann unten war da gar kein Durchgang und irgendwann ein Futzel von Wurzel. Erst 10 Jahre danach. Das sind Sachen, die hören die meisten Menschen niemals, die in so einem Kontext irgendwie danach suchen. Das ist ganz selten. Und das ist wunderschön, dass du Ah, jetzt es kribbelt es noch bei getan mir, hast. ja. Ja, genau. Das Ja, ist Menschlichkeit. Das schafft Verbindung. weil wenn, also wenn die Erdung fehlt, bleibt alles erstens nur konzeptuell und die ganzen Energien, weil du jetzt sagst Energien, die bleiben alle stecken. Ja, das ist, als ob das alles immer mehr overcharged ist, ja. Das System lädt sich immer mehr auf und das ist natürlich auch der Grund, warum es das immer wieder gibt. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat in der Psychiatrie in Wien gearbeitet. Ich glaube, Baumgartner Höhe heißt das, glaube ich. Könnte mir in die Kommentare schreiben, die lieben Österreicher, ob das stimmt. Und der hat dann gesagt, bei uns jeder dritte, vierte, der bei uns auf der Psychiatrie landet, die waren alle auf irgendwelchen spirituellen Retreats, wo gepusht wurde, ja, wo dann, ja, wo Druck gemacht wurde. Und die dann irgendwo, wo dann irgendwo, wie du gesagt hast, das Containment nicht gereicht hat, wenn dann sowas auftaucht und pff, ja, also sagen wir so, wenn wir es harmonisch angehen, dann zeigen sich normalerweise immer die Themen, die gerade mit unserem Ausmaß an Erdung harmonieren. Ja? Deshalb, wie ich gesagt habe, mit dem Lichtschatten, Lichtschatten. Also, ich sag auf dem harmonischen Weg. Ja? Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber wenn es harmonisch läuft, ja, Jetzt organisch, mal da auch ganz, wenn ganz nicht gepusht konkret, wird. da ganz konkret, dass das für die Menschen harmonisch wäre, in dem Sinn kleinschrittig, containmentgerecht, immer mit einer freien Wahl. Freie Wahl ist das Gegenteil von Druck, ne? Also, dass ich eine Methode so formuliere, zum Beispiel, dass es, und du kannst, wenn du magst, und du kannst es auch lassen. Und dass es auch authentisch ist. Nicht, dass es so eine Alibi-Beschreibung ist, die eigentlich ganz anders gemeint ist und auch ganz anders dann ankommt, ne? Sondern es muss wirklich klar sein, dass diese Kleinschrittigkeit erlaubt ist, gewollt ist und richtig ist und angemessen ist, zum Beispiel. Und das sind Ich meine wichtige, das ganz wichtige Gleiche. Parameter. Ich meine das Gleiche, ja. Wenn ich sage organisch und natürlich und deswegen so unterrichte ich auch. Eben nicht aufs Ganze gehen und jetzt sagen, so und jetzt, damit ich mich schmücken kann, müssen jetzt möglichst viele Leute von mir als erwacht gelten und so weiter. Strichliste, die Strichliste. Ja, sondern ja, immer aus der Intuition heraus, was ist jetzt gerade der nächste Schritt? Ich sehe das so, dass meine Aufgabe ist, quasi dem anderen aus der Seele zu sprechen, aus dem Herzen zu sprechen und dann niemals zu pushen. Ja, nicht irgendwo reinzugehen, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich weiß nicht. Sondern wirklich, wenn ein Ja entsteht, das sagt, ja, die Zeit ist reif, ja, jetzt ist es soweit, dann da hineingehen, dann sich damit auseinandersetzen. Also ich selbst habe das einfach zu sehr erfahren auf meinem eigenen Weg, dass sich da Türen geöffnet haben zu bestimmten Dimensionen und ich konnte es nicht wirklich halten, ich konnte es nicht wirklich integrieren. Und deswegen, weil ich das selbst kenne und weiß, wie sich das erstens anfühlt und dass sich das auch grenzwertig angefühlt hat und das zuweilen eben, ne, wenn als die Erdung noch so gering war, da hat sich das da wirklich angefühlt wie durchdrehen. Und das ist überhaupt nicht gesund. So. Und deswegen achte ich da penibelst heute drauf, ja. Und ich kann wirklich mich, ich bin da sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass jetzt
In den letzten 15 Jahren, seitdem ich Heilarbeit mache, da ist nie irgendwer, der dann irgendwie durchgedreht ist, sich das Leben genommen hat oder irgendwas. Ja, also es war immer, weil mir das so wichtig war, weil ich gesagt habe, mein Gott, ich kenne das zu gut selbst. Das darf nicht sein. Toll, auch schön, berührt mich auch sehr. Das ist sehr verantwortungsvoll. Das ist Ich auch bin das, was einmal ich meine, ne? aus dem Seminar rausgeschickt worden zum Karotten, Paprika und Gemüse schneiden, weil ich das schon in so einer Öffnung war, so egolos, aber mein Ego, also weißt du, das Bewusstsein hatte sich geöffnet, aber meine Ego-Strukturen sind durchgedreht. Weil die wollten ja noch kontrollieren, aber das Bewusstsein hatte sich schon geöffnet. Und das sind so Dinge, da muss man einfach vorsichtig sein. Ja, Ja. dann ist natürlich gut, wenn man selber da Erfahrungen, negative Erfahrungen gemacht hat, dass man das Gute, dass man ja, dann eben das dann nicht unterschätzt. Ne? Das finde ich klasse, dass du das dann auch dementsprechend veränderst. Es scheint ja sogar Lehrer zu geben, die Traumarbeit machen und das dann trotzdem genauso weiter teachen, wie sie es vorher getan haben und auch nicht erzählen, dass sie Traumarbeit machen. Gibt es auch. Es gibt die verrücktesten Verhaltensweisen. Und ich finde das toll. Darum geht es ja. Du machst eine Erfahrung, gehst deinen Weg und hinterlässt sozusagen einen Weg, ne? Und eine Idee, wie man in diesen Weg auch gehen kann. Das ist ja das, was ich als unsere Aufgabe sehe. Und dass wir uns permanent weiterentwickeln und diese Weiterentwicklung eben weitergeben und anbieten. Ne? Und dass nicht jeder dieselben Fehler nochmal machen muss. Und das ist auch total menschlich und normal. Das sollte man denken, dass das. Wenn sich was Neues erschließt, wo Leid verursacht wurde, das unnötig ist, dass man das verändert. Und dass man das nicht wissentlich irgendwie weitermacht. Das ist doch wichtig. Das ist doch auch moralisch, sage ich mal. Also darum geht's doch. Die Menschen kommen doch zu uns, um Freiheit zu finden. Also, da kann ich ja nicht sowas weglassen. Das ist ja nicht, wenn sich. Wie du sagst, ne, dieses, ja, ich würde sagen, ein geistiges Erwachen, ne, wenn der Körper fehlt, ne, wenn die Erde fehlt, dann ist es so wie so ein geistiges Erwachen, dann stimmen alle Parameter sozusagen, die man so nach dem Arzt weiter so abgrasen würde. Aber etwas stimmt nicht und etwas fehlt, ja, und das ist doch wichtig, dass das dann auch den Menschen mitgeteilt wird, dass das dazugehört. Und dass das mit im Paket ist und dass das in der Vollständigkeit des Selbstseins eben ein wesentlicher Teil ist, den ich nicht irgendwie negieren oder weglassen kann. Und schön, mich würde interessieren, wie hast du es, was war eigentlich dein Wurzelweg? War das mit der Traumarbeit? Hast du das gehört? Wie haben die Wurzeln begonnen? Das habe ich nicht ganz verstanden mit Wurzeln von. Deine Wurzeln, wie haben die begonnen? War das mit der Traumarbeit? Ach so, nein, nein, sogar. Da hatte ich selbst schon, das ist eben der Witz, da hatte ich sogar schon Jahre von Körperarbeit auf dem Buckel. Und dann hat es immer noch gedauert, bis da mal was durchgerieselt ist. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Das heißt, ich habe wirklich so gespürt, wie. Wenn man sich jetzt vorstellt, meine Beine, ja, wenn das jetzt meine Beine wären, dann war diese Erdung, die begonnen hat, wie so eine Vene hier, ja, die man so sieht. Mehr war das nicht am Anfang. Und ja, das war auf der einen Seite gleichzeitig schockierend und sehr, sehr beglückend, weil plötzlich, das hat natürlich ein anderes Erleben, ein anderes in der Welt sein, eine andere Stabilität, aber gleichzeitig auch so eine Beschämung. Oh mein Gott. Also es war so gleichzeitig da. Ich sag mal so, dadurch hat sich natürlich mein Fokus komplett verschoben. Ich habe dann noch gemerkt, ey, Erdung, that's it, Erdung, Erdung, Erdung. Was gibt's Wichtigeres? Weil, ja, und dann ist eigentlich auch mit der Erdung ist erst die wirkliche Stille gekommen. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich auf dem Erleuchtungskongress gesagt habe, also Stille darf nicht gemacht werden. Es darf nicht durch Kontrolle. Ja, ich will jetzt still sein und damit ich erwache, dann muss ich ja stille sein, sondern die Stille hat sich ergeben durch die Erdung und durch die Integration. Und dann kommen die Dinge zur Ruhe, die kommen wirklich
Es ist ein Befrieden, es ist wie ein Kind, was gestillt wird und loslassen kann. Diese Stille ist für mich gleichzeitig Urvertrauen. Das ist ein Urvertrauen, ein Gefühl. Ja, ich sage es so, wie ich es gefühlt habe, so wie ein Gottes Arme fallen. Aber wie gesagt, am Anfang hat mir diese Stille auch totale Angst gemacht. Ja, also je mehr die Erdung kam, desto mehr kam auch die Stille. Ja, die wahre Stille, ja, nicht die gemachte. Genau. Die wahre Stille kam mit der Erdung, aber die hat mir auch Angst gemacht, weil das auch mit der Auflösungsprozess meiner Ego-Strukturen einhergegangen ist. Ja, die ganze Kontrolle hat losgelassen, das Tun und Machen, Festhalten, oh, und da einfach reinsinken lassen in diese Stille. Und damit kam auch die Erdung. Urvertrauen. Und das hat mir als Kind einfach ziemlich gefehlt. Also ich glaube, ich weiß nicht, welche Erfahrung du da hast, aber meine Erfahrung ist, dass gerade Menschen, die traumatisiert sind, haben unheimliche Angst vor dieser wahren Stille. Weil es mit dem Gefühl einhergeht, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Es ist ein totales Ankommen im Hier und Jetzt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Trauma führt einfach dazu, dass wir uns nicht sicher fühlen im Körper, weil es auch dort, wo wir waren, eben bedrohlich und nicht sicher war. Und das ist das Gegenteil von Vertrauen. Also wenn ich aufgewachsen bin und es nicht sicher war, dann fühle ich mich nicht sicher mit meinem Ich und nicht sicher in meinem Körper und bin auch dann nicht in Kontakt mit mir selbst und auch nicht mit meinem Körper. Und im Umkehrschluss heißt das auch, kann ich gar kein Vertrauen, Urvertrauen haben können, entwickeln haben können. Und umgekehrt genauso, in dem Moment, wo ich mir selbst begegne, dem Körper begegne und diese angestauten Überlebensenergien so ausfließen können, Stück für Stück, entsteht als Folge Selbstregulation, Bewusstsein im Körper und auch Urvertrauen, mehr und mehr und mehr, ne? Das ist ja eine Folge dann. Und dieses getragen und gehalten sein, das ist so schön. Ich weiß, ja. Für mich war es ich hätte es gesagt, ein Wachen in den Körper. Also so wie dieses geistige Wachen so in den Körper. Und boah, leicht gewordenes Bewusstsein. Also. Ja, genau. Embodiment, genau. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass die meisten das total unterschätzen. Absolut. Deswegen Also, klingel das ich mit der ist, Glocke. ja, also ich sag mal, in den Körper zu kommen, so ohne Wenn und Aber, das ist total scary gewesen, ja, sagen wir so. Sowas von scary und bis ich mich dann da wirklich eingefunden habe und das in diesem Urvertrauen wirklich gesettelt habe, so. Weil das hat gedauert. Der Teil hat immer noch das Gefühl, okay, da passiert jetzt irgendwas, ja. Da ist irgendwo lauert Gefahr. Ha. Das sind auch zum Teil so ganz so Urängste. Also in dieser Phase hatte ich sogar eine Zeit lang diese Angst vor weiten Plätzen, ja. Also ich bin aus der Haustür gegangen und habe plötzlich auch in dieser Zeit Panik bekommen. Da hatte ich das Gefühl, das sind so Informationen aus meinem Stammhirn, Kleinhirn, wo ich mich fühle wie so ein Kaninchen, ja. Da oben, da schwebt jetzt irgendwas greift mich an. Das war alles so. Das konnte man gar nicht mehr erklären. Ja, das war so subtil, nur noch so Urängste, sage ich mal, die einen da beschlichen haben. Und dass all diese Informationen ist in unserem Körper, in unseren Zellen abgespeichert aus Jahrmillionen. Und deswegen, liebe Leute, lest nicht so viele Bücher und versucht irgendwas zu verstehen und Konzepte. Einer meiner Lehrer hat immer so schön gesagt, you cannot figure this one out. Du kannst dich, dich kannst dir das hier nicht zurechtdenken oder du kannst dich nicht dahin denken.
Du kannst dich nicht dahin denken, in deinem Körper zu sein. Ich muss auch sagen, an dem Punkt, da hat mir auch zum Beispiel da hat mir auch der Thomas Hübel geholfen, der damals zu uns auch gesagt hat, liebe Leute, schaut mal nach, ob ihr euren Körper tatsächlich spürt oder ob ihr nur ein Bild in eurem Kopf habt, ob ihr nur denkt, dass ihr euren Körper spürt. Das war ein total wertvoller Hinweis. Okay, im Hier und Jetzt. Was spüre ich wirklich? Was ist die ganz reale Erfahrung? Nicht Gedanken vermittelt, nicht Bilder oder Die sonst was, Schwierigkeit ist, sondern. du kannst es ja so erst sehen, wenn du es anders erfährst. Das ist ja die Schwierigkeit. Weißt du, wenn du den Körper eben nur als Bild, als Gedanke erfährst und ich sag mal so, wenn dich jemand zwickt und beim Orgasmus, dann ist ja das dein scheinbares Normal. Du Ja. siehst ja gar nicht, du weißt ja nicht, was du vermisst, wenn du es nicht kennst. Und die Schwierigkeit ist ja auch, und das ist ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit an diesem ganzen Thema, den Menschen das zu vermitteln, die wissen gar nicht, dass sie es nicht wissen. Ja, ich gehe eigentlich da raus und sage, es ist ultra wichtig, das Spirituellste, was ihr machen könnt, ist eigentlich eine anständige Traumarbeit. Und erkläre mal Menschen, was sie eigentlich brauchen, wenn sie noch nicht mal wissen, dass sie es nicht wissen. Das ist wie mit dem Aufwachen. Wenn du, das kannst du nicht erklären. Du kannst keinem erklären, dass die Nicht-Identifizierung mit den Gedanken zu so einer beglückenden Dauererfahrung führt, weil was keinen Sinn gibt aus der anderen Perspektive. Und so ist das ja auch. Wenn ich den Körper, ich denke ja, den Körper spüren zu können. Ich gehe ja gar nicht davon aus, dass ich den nicht spüren kann. Dass das so eine ganz andere Hausnummer sein könnte. Im Grunde weiß ich das Ja. ja wirklich erst, wenn ich das dann erfahre. Ich geb dir absolut recht und mir war das ja auch überhaupt nicht bewusst, gar nicht. Ich weiß noch, meine allererste spirituelle Session, die hatte ich damals bei einer Australierin. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, Marc, du spürst deinen Körper nicht richtig. Und ich so, oh doch, ich spüre meinen Körper. Und sie meinte dann, a tingle. Ja, ein kleines bisschen. Und das wahrhaben zu wollen, das bedeutet, also, und liebe Leute, wie kommen wir tatsächlich zurück zu uns? Und wie kommen wir tatsächlich zurück in unseren Körper? Der Lars hat es vorhin schon angesprochen, durch die Liebe zur Wahrheit. Ich habe das heißt dann irgendwann festgestellt, ich kann mir alles mental zurechtlegen. Ich kann mir alles ausdenken. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe meine Intelligenz dazu benutzt, mir was vorzumachen. Und ich bin sehr intelligent. Und das heißt, ich habe mir sehr viel vorgemacht. Ja, und das machen aber die meisten. Die meisten glauben dem Selbstbild. Ja, wie ich möchte gerne, habe ein Selbstbild, aha, ich möchte gerne als liebevoll gelten, also mache ich dies und jenes, ich bringe Blumen mit, ich bin höflich, ich öffne die Tür, was auch immer. Ja, dann bin ich liebevoll. Und es ist nur ein Konzept, es ist nicht gefühlt, es ist nicht, ah, ich spüre die Liebe in meinem Herzen, sondern ich bin in einer Idee. Und den Mut, liebe Leute, da wirklich rauszukommen und vorbehaltlos sich einzugestehen, wer bin ich in diesem Augenblick wirklich? Was fühle ich tatsächlich wirklich? Und deswegen, ah, das ist vielleicht auch noch gut. Das wird dir gefallen. Lars, das wird dir gefallen. Ich sage den Leuten immer, Ich bin gespannt. wozu brauchst du Embodiment? Wozu brauchst du deinen Körper? Ich sage, ohne deinen Körper hast du gar kein Messinstrument für Wahrheit. Der Körper ist das Messinstrument, der dir sagt, ist da eine Resonanz? Ist es wahr? Öffnet sich da was in mir? Komme ich da tiefer oder nicht? Also das heißt, in dem Moment, wo ich mir was vormache, wo ich mir in die Tasche lüge, entsteht auch immer eine Entfremdung vom Körper. Deswegen, wir brauchen den wie ein Bissen Brot. Es geht nicht ohne. Aus meiner Erfahrung. Ja, absolut. So erfahre ich das auch. Ich weiß noch, als mir zum ersten Mal eine Satsanglehrerin, die auch Somatic Experience gemacht hat, gesagt hat, Lars, ich bin auch mein Körper. Dann war ich erschreckt.
Das, was ich jetzt so zum ersten Mal gehört habe, dass die das so mit Überzeugung und aus der Erfahrung raus gesagt hat. Das hat mich richtig erschreckt, aus meiner damaligen Perspektive konnte das nicht sein. Ja, ich habe den Körper selbst nicht großartig viel wahrgenommen, habe aber immer gedacht, ich würde ihn wahrnehmen. Habe auch ganz viel Körperarbeit gemacht und habe da auch Durchbrüche erlebt, erstaunlich auch, die nichts mit der Dimension von dem Körpersein zu tun hatten, gar nichts. Und heute würde ich auch sagen, da ist dieses Bewusstsein, ich bin dieses Bewusstsein und ich bin auch dieser Körper und auch dieser Mensch, der einen Namen hat und eine Aufgabe und Bedürfnisse und das bin ich auch alles. Und ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal aber gehört habe, war das für mich aus der damaligen Perspektive. Kann die doch nicht Beispiel, ernst nehmen. bei mir ist es bis heute so, Lars, dass mein Körper zeigt mir dann auch immer wirklich die nächsten Schritte. Also das heißt, wenn es irgendwo was gibt, wo, sagen wir, noch ein Konzept in meinem Geist ist und das Konzept sagt, du solltest jetzt dies oder jenes tun. Und mein Körper streikt. Es wird keine Energie zur Verfügung gestellt, ich kriege keine Freigabe. Dann weiß ich immer in dem Moment, mein Körper sagt mir das, du bist auf dem Holzweg, das ist alt, das entspricht dir nicht mehr. Das bist nicht du, das ist irgendeine Idee, eine Schablone. Und da habe ich mir komplett angewöhnt, über die Jahre, da gar nicht mehr gegen anzukämpfen oder zu. Also da was gegen zu unternehmen, sondern komplett eigentlich zu gehorchen. Ja, zu sagen, ah, mein Körper teilt mir mit, das ist der Holzweg, es gibt keine Energie dafür, also vergessen wir das Ganze. Und aber liebe Leute, das braucht total viel Mut. Weil es bedeutet, wir treten aus Gewohnheiten, wir treten aus irgendwelchen. Ja, also, dass wir da berechnend sind, kalkulierend, weißt du? Bei all diesen Dingen, mehr und mehr und mehr und mehr, hat mein Körper sich immer gesperrt. Gesagt, nee, kannst du nicht machen, kannst du nicht bringen. Mein Kopf hätte gesagt, ach klar, kein Problem, kannst du machen, aber der Körper, no. Und ich glaube sogar, dass das der Grund ist für die dunkle Nacht der Seele. Dass die Leute, die in der dunklen Nacht der Seele, die hängen da manchmal ja wirklich lange, lange drin. Dass es da um diese Umstellung geht, tatsächlich auf seinen Körper zu hören und aus allen Konzepten und Ideen und so weiter auszutreten. Weil ich habe auch Monate tiefste Depression, ist auch alles schon lange her. Das kam nachdem die Erdung begonnen hat, quasi. Dann kam auch zum Teil tiefste Depression, weil eben mein Körper keine Energie mehr zur Verfügung gestellt hat für alles Alte. Ja, bin ich bereit, meinem Körper auch wirklich dazu gehorchen? Ich sag mal, damit meiner Natur. Also für mich ist der spirituelle Weg bedeutet immer mehr Mensch sein, immer realer sein. Dass Das die, muss ich. Nein, oder? das, ja, absolut. Und ich weiß, für andere muss ich das total bekloppt anhören. Ne? Aber das ist dieses vom Berg runter. Das ist Hast du es. das auch so erlebt Ne? mit dem Streik, dass dein Körper dann zum Teil einfach sagt, no? Nee, ich glaube, ich habe das über den Körper gar nicht gespürt und eigentlich über den letztendlich über das Erwachen in den Körper, also durch die Traumarbeit, da fing das dann einfach an. Das war dann auf einmal von heute auf morgen überhaupt da, das Dauerkörperbewusstsein. Und dann ging es da los. Natürlich ein Kernding nach dem anderen konnte dann sich da zeigen und wurde dann da durchgewirkt werden. Und das waren einige. Aber es fing eigentlich dann erst an, dass ich überhaupt sozusagen die Frage nach dem Körper überhaupt hatte, ne? Also dass ich überhaupt vorher hätte ich das gar nicht gespürt wahrscheinlich, dass der Körper mir Signale sendet. Das hätte ich nicht wahrgenommen. Nee, das ist Ja, es eigentlich ist erst auch. jetzt, dass ich das überhaupt mitkriege. Ich weiß nicht, ob du dem auch zustimmst, also auch an unsere Zuseher. Ich glaube, dass viele total unterschätzen, wie viele Traumatisierungen ein durchschnittlicher Mensch hat. Und ich glaube sogar, ich hatte es noch relativ gut erwischt. Also ich habe in meinem Leben, jetzt in meinem Leben, ich habe es relativ leicht gehabt. Ja. Und trotzdem
wenn ich mir überlege, wie viele bis zum heutigen Tag, denn sag niemals nie, wir wissen nicht, was morgen die nächste Ecke liegt und übermorgen. Ich halte immer den Ball flach halten. Ja? Sehr Sagen, let's see. bescheiden. Ja? Nie, ja, nie, oh, da bin ich jetzt durch, das habe ich hinter mir. Das habe ich mir abgewöhnt. Das habe ich mir abgewöhnt. Weil you never know. Das Ja? nicht dann. Und mit wie viel Traumatisierung wir so rumrennen, das ist erschütternd und erschreckend. Und da kann ich weiß nicht, ob du diesen Aufruf auch zustimmen würdest. Leute, macht euch da wirklich, wenn ihr noch nicht auf dem Weg seid, macht euch da auf den Weg, räumt da auf, weil das wird total unterschätzt. Das wird so unterschätzt, oder? Jay. Das ist eine Rede und ich kann das total bestätigen und das sehe ich ganz genauso. Es wird nicht nur unterschätzt, es wird so gravierend unterschätzt, dass es schon fast eine Gefahr ist. Und da ist ganz wichtig, da genau hinzuschauen und eben auch die, ja, das Komplexe. Wir sind hochtraumatisiert und auch noch komplex traumatisiert. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was man oft über Trauma denkt. Und in dem Moment, wo dieser Stein ins Rollen kommt und man diese Erfahrung macht, dass es stimmt und dass man eben, wie sich das anfühlt, dann auch im Körper zu sein oder eben gerne als Mensch auf der Erde oder gerne in Kontakt sein zu können, was das für ein Verlust ist, das vorher gar nicht erfahren zu haben. Und die Tatsache und die Menge an Traumatisierung ist leider enorm. Und das, ich sag mal, erst muss man darum kämpfen, den Leuten erstmal klarzumachen, dass möglicherweise fast jeder traumatisiert ist. Jetzt sind wir ja Gott sei Dank schon an dem Punkt, wo wir sagen, nee, das war noch die freundliche Einladung. Wenn du da an den Speck rangehst, wirst du merken, du bist hoch und komplex traumatisiert. Und das Gute ist, du kannst das verändern. Und das ist kein Hexenwerk. Du brauchst einen längeren Zeitraum, um das für dich aufzuräumen, aber es ist möglich. Aber es sind Fakten einfach. Ja? Es sind Fakten. Und wenn du das erlebst, dass das, wenn du gerade bei der systemischen Trauma, weil erlebst du das halt so, wenn wir ein Wochenende machen, hast du halt die ganze Zeit dieses, du erlebst, ach so, das geht ja allen so, du erlebst es ja ständig. Ne? Also du kannst gar nicht mehr wegschauen sozusagen. Und vorher ist das aber irgendwie verborgen. Und wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, mag das so wirken, als würde einem das gar nicht betreffen, aber es betrifft uns alle. Ja, weil viele Leute kommen ja dann auch und sagen, ja, wo ist meine Freude? Und die sich vielleicht dann auch erwarten oder hoffen, dass da so ein Quick-Fix gibt oder so. Und wirklich sich zu bewusst zu machen, liebe Leute, diese Freude, diese Lebenslust, die ist häufig wirklich begraben, wie nach einem Erdbeben. Ja? Müssen wir, das reicht nicht, zu sagen, ah, da gehe ich einmal zum Heiler und wird das dann schon wegräumen und das war's. Liebe Leute, wir tun sicher unser Bestes, aber diese Dinge, das braucht, wie du gesagt hast, kleinschrittig, das braucht wirklich auch einen langen Atem und die Bereitschaft, da tiefer und tiefer zu gehen. Und irgendwo garantiert ist sie noch da, die Freude. Ja? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass gerade häufig viele Traumatisierungen in Verbindung mit Freude aufgetreten sind. Wir waren total ausgelastet. Gekoppelt. Ja? Wir waren voll in unserer Energie, sind vom Baum gefallen, vom Fahrrad, weiß der Kuckuck. Also häufig war es ja gerade so, dass die Augenblicke der größten Freude, bumm, und es hat der Blitz eingeschlagen und wir waren völlig vom Donner gerührt. Der Blitz eingeschlagen, vom Donner gerührt. Okay, ihr wisst, wie ich sage. Und deswegen haben wir eben auch häufig Angst vor unserer Freude, vor der Lebendigkeit, vor all dem. Ja. Und jetzt, und nochmal, um es noch komplizierter zu machen, ist, ich habe auch festgestellt, bei mir und anderen, dass sich Traumatisierungen sogar gut anfühlen können. Dass man in der Illusion leben kann, zu sagen, ja, das ist voll mein Ding, das macht mir total Spaß. Yippie-yay, und merkt nicht, ich bin die ganze Zeit in meinem Trauma. Und das fühlt sich nur für mich so gut an, weil ich gerade in der Lage bin, von meinem Schmerz wegzulaufen, weil ich gerade in der Lage bin, das Ganze ein bisschen zu kompensieren und und einem Phantom hinterher zu jagen und mir nicht eingestehe, wow, im Grunde genommen steckt hinter dem Ganzen ein handfester Schmerz.
Das sind all die Dinge, zum Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, dass sich ein Trauma gut anfühlen kann, da bin ich erst relativ spät drauf gekommen, erst nach langer Zeit. Ich dachte, das wäre was Gutes und jetzt merke ich, ups. Also Überlebensstrategien, nicht klassisch. alles ist so, wie es scheint, ne? Also, und deswegen, wir können das nicht mit unserem Kopf ausschnapsen. Ja, ist das jetzt, ist es jetzt dies oder ist es jetzt das? Geht nicht. Ich muss es zulassen. Ich muss wirklich durcharbeiten. Dann Ganz klar. zeigt sich die Wahrheit und dann zeigt sich, was es wirklich war. Und in der Regel ist es ja eine Mixtur. Ja, oder? Wie ist es für dich, deine Erfahrung? Eine Mixtur aus Ja, zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, erkennen ich und folge meinem Herzen, dass da auch Ego mit reinspielt. Ein Ego, was einfach gesunden möchte. Ein Ego, einfach was einfach Heilung braucht und sagt, ja, das ist jetzt wichtig für mich, dass ich jetzt im Mittelpunkt stehe. Das ist jetzt wichtig für mich, dass ich mich wichtig mache. Ja, das ist Ego, aber das braucht mein Ego zur Heilung. Als Beispiel. Na, Überlebensstrategien sind ja der Klassiker, ne? Wir haben gesunde Anteile, abgespaltene Anteile und um die abgespaltenen Anteile eben nicht konfrontiert zu sehen, weil wir da mit der Somatik, also den möglicherweise überschwemmenden Überlebensenergien konfrontiert werden, entstehen Strategien, ne? Und diese Überlebensstrategien, die sind zum Schutz da, nicht konfrontiert zu werden mit der Somatik. Und die können sehr destruktiv aussehen, die können sehr angenehm aussehen. Man könnte fast sagen, wenn du so in die Welt schaust, oder die Menschen, oder die individuelle, was weiß ich, ob das jetzt ein Künstler ist, oder was auch immer, wie der Ausdruck aussieht, also diese Formen sind unglaublich vielfältig und intelligent, diese Überlebensstrategien. Und oft ist das sind die Dinge, wo die meisten Menschen sich mit beschäftigen von morgen bis abends, ihre Überlebensstrategien. Also das hat wenig mit sich selbst sein zu tun oder mit wirklicher Lebendigkeit. Und dennoch würden die das aber nicht unterschreiben, weil die das so empfinden. Und das ist eben die Kunst an der Überlebensstrategie. Sie hilft zu überleben und nicht mit der Heftigkeit konfrontiert zu werden. Und sie erfüllt ihren Zweck, nämlich Überleben. Ja? Es ist halt nicht wirklich lebendig. Aber es gibt unglaublich viele davon. Also zum Beispiel auch. Für mich war das, glaube ich, das Wichtigste, einfach die Starre. Ne? Also, wie du sagst, wie es von außen aussieht, ja, und wie das innen drin ist. Ne? Also zum Beispiel habe ich lange Stille und Starre erfahren. Ja, Stille und ja. Starre. Und dachte aber sozusagen, dass das voneinander gekoppelt eigentlich. Ne? Also nicht nur, aber ich habe eben auch Starre erfahren. Und dann gibt es hier Siebener Fixierung. In Enneagramm, Versunkenheit, und ich habe das immer so eingeordnet. So, ja, klar, habe ich dann keinen Impuls, mich da zu bewegen, das ist doch alles super gut und so. Und erst in der Traumarbeit begann das dann, dass das, und ich habe dann sozusagen enorm viel Zeit meines Lebens damit verbracht, halt in Versunkenheit zu verweilen, habe mich nicht bewegt, nichts getan. Und im Grunde erst durch die Trauma gemerkt, ach krass, das fehlt ja das komplette Spektrum von Agilität, Beweglichkeit, als ob ich das sozusagen wie ausgesessen hätte, aber einfach nur, weil es für mich nicht verfügbar war. Ja, da kamen dann keine Impulse und in der Starre kommen halt keine Impulse. Also, ne? Aber Ja, das hatte ja. sozusagen mit der Stille nichts zu tun. Und dann habe ich erst gedacht, ja, Moment, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann bis ich es gelernt habe, das auseinander zu friemeln und einfach letztendlich ging es auch erst dadurch, dass die Starre halt aus dem System kam und dann diese Freude an der Agilität und Beweglichkeit überhaupt wieder entstanden ist, in der Gleichzeitigkeit von Präsenz. Und wenn man das beides, dann willst du nicht mehr tauschen. Aber vorher hätte ich total engstirnig gedacht, nein, das ist ausschließlich nur Stille. Ja, Und dem war genau. nicht so. Und es kann sogar ein Fortschritt sein. Also es kann zum Beispiel sein, ich komme mehr in meinen Körper und jetzt reagiert mein System mit Starre. Ja, weil es ja Schreck hat. Da ist ja Angst. Weil Was sie ist denn da laufen auch. jetzt? Und was könnte da jetzt hochkommen und so? Das ist trotzdem ein Fortschritt. Ja, also nochmal, liebe Leute, auch da nicht nach Konzepten vorgehen und immer denken, ah, das ist jetzt Starre, das ist jetzt also schlecht oder so. Nein, das kann trotzdem ein Fortschritt sein, dass sich darunter was verbirgt, wo es dann weitergeht. Also das mit der Starre, das habe ich auch absolut zur Genüge erfahren. Ich weiß zum Beispiel noch einmal, da habe ich mal ein Foto gesehen damals von der Partnerin und mir und
guck das Foto an und denk, hä, was mit meinen Augen? Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon sehr viel mit meinen Augen gearbeitet und sehr viel gemacht. Hab gedacht, was ist denn das für eine komische Starre in meinen Augen? Ist mir wieder was bewusst geworden. Ja? Oder ich sehe das auch heute immer an Menschen, wenn Menschen sich bewegen und du merkst plötzlich, ah, die Hüfte schwingt nicht. Oder zum Beispiel, jemand bewegt nur die Augen, aber der Kopf geht nicht mit, was unnatürlich ist. All solche Sachen, diese ganzen Erstarrungen, ja, zeigen Traumatisierung auf. Ja, ich hab Und sie Angst lassen das einfach Leben als eng ganz, werden. ich habe Angst als ganzes Wesen, zu schauen, stattdessen nur. Und das ist so unscheinbar, ne? Das ist so unscheinbar. Und trotzdem, Das meine ich das ja. Beispiel, was ich jetzt bringe, das ist massiv. Das ist nicht klein, das ist riesig. Weil das Zweite wäre erstmal, dass der Kopf sich mitbewegen darf. Dann ist aber immer noch der Rest vom Körper nicht dabei, sind die Schultern noch nicht dabei. Selbst wenn die Schultern dabei sind, was mit dem Becken? Ist ja Ja. meistens, eine Fluchtbewegung, die feststecken geblieben ist, ne? Flucht- oder Abwehrbewegung. Es war eine Flucht nicht möglich. Und in der Traumarbeit gelingt es, dass der Körper sozusagen die Bewegung in Slow Motion dann zu Ende führen kann. Ja? Und möglicherweise kommt dann noch so ein Abwehrimpuls dazu. Ja? Also der Körper hatte diese Bewegung sozusagen mal versucht und ist dann darin freeze stecken geblieben. Ne? Und darin besteht dann die Starre, dass sie immer noch im Körper ist. Und das sieht dann eben so aus, ne? Und das kann total unscheinbar sein, wie du sagst. Und gerade in der transzendenten Szene, wo man dann vielleicht denken würde, ah, sitzen sie alle wie die Buddhas und bewegen sich gar nicht mehr. Und selbst wenn eine Mücke auf der Stirn sitzt, boah, sind die weit gekommen, die sich dann nicht mehr davon. Und es kann sein, die hocken einfach in Starre. Und du beweihräucherst vielleicht was einfach nur unlebendig ist. Also das passiert auch vielerorts. Also deswegen cool, dass wir darüber sprechen. Und es ist Ja, tragisch, es ist tragisch. ist ein Riesenthema. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir haben jetzt schon 2,25 Stunden. Ich weiß gar nicht, wer sich das alles anschauen soll. Egal. Wir haben unseren Spaß. So Genau. wie es war. Ja, sehr schön, sehr schön. Lars, ich glaube, allmählich kommen wir zu einem Ende. Ich glaube, wir könnten noch lange, lange, lange weiterreden. Sollten wir auch tun, glaube Ja, vielleicht tun wir das ja auch. Schreibt uns gerne eure Fragen in die Kommentare. Ich werde natürlich auch Kontakt-Homepage von Lars hier erstens mal einblenden. Seht ihr sowieso schon. Und auch in die Beschreibung, wenn jemand da Kontakt aufnehmen möchte und zum Beispiel mit Lars arbeiten möchte, dann könnt ihr das gerne tun. Ja, Lars, vielen, vielen Dank für unseren Expertentalk heute. Ich fand es auch insbesondere schön, dass wir auch wirklich dann, wenn wir das Gefühl hatten, das meint er jetzt zwar vielleicht nicht so, wie ich das sehe, dass da auch eben dann jetzt eine lebendige Diskussion aufkam. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja eben, wir wollen ja wirklich die Wahrheit, darum geht es, ja, und die immer feiner und tiefer ergründen. Und ja, das fand ich auch besonders wertvoll. Ja, und das heißt es auch, Mensch zu sein. Und es geht ja um die Menschen, die sich das anschauen. Und diese feinen Unterschiede, die sind eben gerade in so einer, sag ich mal, in der Welt, in der so eine Kalender-Spiritualität, also allgemeingültige Wahrheit, die individuell einen nicht abholt, dort, wo man steht, so allerorts so stattfindet. Und dann umso wichtiger finde ich, dass wir da eben auch miteinander um die Begriffe feilschen können und so, weil wir wollen ja auch, dass wir uns wirklich verstehen. Yes. Cool, ich danke dir, mein Lieber. Ich fand es ganz bereichernd und spannend. Ich könnte jetzt auch noch stundenlang weitermachen eigentlich. Merkst du, bist eine coole Socke, Alter. Das ist Ebenso. richtig angenehm, ja.